Was ist mit dir los? Als erstmal einen schönen guten Tag. Abend, guten Tag unsere lieben und liebenden Zuschauer. Wir sind wieder da. Was ich mache, ich entspanne mich jetzt. Und Cola trinken, okay. Ich brauche kurz Pause. Ja, und wisst ihr warum? Ich bin gerade erleichtert. Ich bin froh, weil ich am Verzweifeln war an dem 16V. Ihr habt ja wahrscheinlich das letzte Video gesehen. Und da hatten wir doch dieses Problem mit der Wassertemperatur, mit der Ansauglufttemperatur, mit dem Drosselklappenpulli, wo gehüpft ist. So, und ich habe es jetzt gefunden. Jetzt ist schon fast 4 Uhr mittags und ich bin schon den ganzen Tag dran. Und ich habe alle Kabel und alles. Wir zeigen es euch, ne? Und am letzten Freitag hast du ja auch gesucht. Habe ich auch schon gesucht. Eigentlich habe ich fast 2 Tage gesucht. Ja, so, ich zeige es euch jetzt mal, was ich alles so gemacht habe. Also, ich habe Wassertemperaturfühler, habe ich extra alles gelegt. War nicht. Dann habe ich gedacht, das ist der Kurbelwellensensor. Strom gemessen, alles gut, alles da. An der EMU, 1000 Kabel rausgezogen, eine reingesteckt. Extra an die EMU habe ich extra sogar mir hier was gebaut und habe 4 extra Massepunkte und bin genau direkt auf die Batterie, weil ich gedacht habe, der EMU fehlt Masse. War nicht. Ich habe EMU extra Stromversorgung gelegt von der Batterie. War nicht. OT-Geber, Kurbelwellensensor, habe ich extra 3 Kabel reingelegt. War nicht. Andere EMU hast du genommen? Ich habe eine andere EMU genommen, die liegt noch da drin. Da sieht es aus wie ein Bombeneinschlag. Da liegt eine neue EMU. Das ist ja noch die alte Brutbox. Ihr seht ja noch Kabel, weil ich hier überall Masse drauf gegeben habe und alles. So, also habe ich geguckt und überlegt und gemacht und getan, habe ich gesagt. War nicht. War nicht. Ja, auf jeden Fall. Habe ich gesehen in der Voltanzeige in Demo, dass das springt. So, und ich habe gesehen, das ist kein Kabelbaum von uns. Das ist so ein fertiger Kabelbaum. Ich weiß nicht von wem. Und mir ist halt aufgefallen, du hast ja normalerweise, er hat ja 4 Zündspulen, ne? Einspritzdüsen, ist ja klar. Und Moment, muss eine Zigarette ziehen. Ich kenne es von uns, wie wir das machen. Wenn wir das machen, haben wir extra für die Einspritzdüsen ein extra Relais, wo dick Strom drauf geht und mit der Masse durchgeschaltet wird, damit die Düsen richtig Strom bekommen. Und natürlich die Zündspulen brauchen extra dicke, weil die ziehen heftig Strom. Ne? So, und da ist mir aufgefallen, könnt ihr es ja zeigen. Ich meine, ich verschweige das nicht. Warum soll ich das tun? So. Hier ist auch für die Zündspulen und überall, mag ja reichen. Ne? Du hast hier Haufen Kabel, wo auch der Strom für die Zündspulen nach vorne geht. Ne? So, und diese Kabel sind auf ein Kabel hier gemacht und gehen hoch, einfach direkt ans Zündschloss. Das finde ich ist schon verkehrt. Man sollte ein Relais dazwischen schalten. Also extra von den Spulen, dickes Kabel und irgendwo durch ein Relais geschaltet, weißt du? Und genauso für die Düsen. Ist nicht, da hängen die Düsen alles da vorne dran. Ein Kabelchen. So. Aber da ist jetzt nicht das Problem mit dem Strom. Also das funktioniert. Ne? Aber es ist falsch. Meiner Meinung nach ist es falsch. So. Und das Gleiche ist mit der Masse. Normalerweise haben die original eine Motormasse und eine Karosseriemasse. Und original hast du auch ziemlich dicke Kabel. So, hast du hier nicht. Geht alles auf ein dünnes Kabelchen. So. Also habe ich mir gedacht, weißt du was, Gockel, ich isoliere die ganze Scheiße hier ab. Hast du das drauf? Ne? Ich habe das alles jetzt mal die Isolierung weggemacht und habe jetzt mal die 2 Massekabelchen da genommen, weil die gehen dann rein und gehen auf ein Massekabel, ein ganz ziemlich dünnes. Und dann habe ich gedacht, es kann nur noch eins sein, dass die Spulen jetzt so viel Strom fressen, so viel Masse fressen, dass die EMU nicht mehr arbeiten kann richtig. Weißt du, weil der Strom, der fällt, geht komplett in den Keller.
Also der macht halt so Sprünge. Ich habe erst gedacht, das ist die Lichtmaschine, wo vielleicht spinnt. Da habe ich die Lichtmaschine abgeklemmt, ne? War auch nicht. War es nicht. Jetzt haltet euch fest, ich zeige euch das mal. Achtung. Ja, damit ihr das mal seht. So, wir machen jetzt mal hier. Fahren wir Laptop hoch, dann starten wir mal die Kiste. So, und ich mache das mal größer, damit wir das mal hier sehen. Je wärmer wird, desto schlimmer wird es auch. So, und wichtig ist dieser Wert. Könnt ihr das sehen, die Sprünge? Wenn er wärmer wird, wird es noch schlimmer. Er springt teilweise um 30, 40 Grad höher. Siehst du? Der auch? Ne, warte mal, doch, CLT, klar. CLT, IAT, das ist Ansaugluft. Und hier ist Drosselklappe. Und läuft alles über die Sensormasse. Siehst du das? Ja. Achtung, zack, wieder. Und hier ist die Batteriespannung. Die schwankt auch runter und hoch. Auch Lambda-Wert, alles Spack. So, wir lassen den noch ein bisschen Wandtuck an. Wir lassen den jetzt noch ein bisschen Wandtuck an. So, jetzt nehme ich dieses Massekabel hier und stecke mir das jetzt in die Nase. Ah. Und dann mache ich so. Ja, ich verstehe. Jetzt. Das mal machen? Ja, mach mal. Nein, ich zeige euch jetzt mal was. Ich verbinde das jetzt hier. Einfach so. Jetzt kommen Sie mal mit. Es ist weg. Die großen Sprünge sind weg. Jetzt macht es nur noch Sprünge. Ja, Einsatzzahlen. Siehst du? Das kann man lassen. Das kann man lassen. Siehst du? Jetzt pass auf, ich klemm's wieder ab. Ja. Guck mal, was das jetzt für Sprünge macht. Siehst du das? Ja, genau wie am Freitag. Guck mal, heftig. So, und ich habe hier die ganzen Anreicherungen. Wir gehen jetzt zum Beispiel jetzt mal in die Zündung oder in Ansauglufttemperatur. So, und ich nehme über die Ansauglufttemperatur, nehme ich dann zum Beispiel die Zündung runter. Weißt du, wenn der dann hier solche Sprünge macht, auch mit Wasser, weißt du, wenn Wasser zu heiß wird, ne, gehe ich auch mit der Temperatur runter. Und wenn er hier einen Sprung macht von 80 Grad auf 140, dann springt er mir auf einmal 10 Grad Zündung runter, hoch. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Um es richtig zu erklären, die ganzen Kennfelder spielen verrückt. Ne? Weil die Wassertemperatur, Ansauglufttemperatur, Podi und alles einfach hier komplett spinnt. Ja, und die Werte verändern. Das ist das ganze Problem. Es wird besser, also es ist tausendmal besser. Du könntest das sogar so lassen jetzt, wie gesagt, nur mit der Masse. Aber ich befürchte, dass auch die Spulen zu wenig Strom haben, weil die nur über das eine Kabel laufen. Also ich werde das jetzt, heute nicht mehr, aber morgen werde ich da noch ein Relais dazwischen schalten. Das werde ich machen, dass die Spulen da vorne extra nochmal richtig Strom bekommen und nochmal richtig Masse. Das werde ich jetzt ändern. An die Spulen lege ich nochmal extra Masse auf Karosserie und auf den Motor. Ja. Und dann ist das weg. Und dann wird es funktionieren. Deswegen hat das Auto manchmal gespackt, weil er gesagt hat, er gibt Vollgas auf der Autobahn, auf einmal zieht er nicht mehr und alles. Natürlich, wenn die Kennfelder hin und her springen, kann das nicht funktionieren. Ja, und wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, das tust du dich manchmal tot. Geduld brauchst du, ey. Es ist eh Montag. Ah. Und dann suchst du da sowas, weißt du? Oh Gott, ich hab's aber gefunden. So, das ist mal das Wichtigste. Deswegen habe ich gesagt, setz mich jetzt mal hin und trink mal einen Schokola. Und rauch mal eine Zigarette. So, also. Justin, wollen wir... Nein. Nein, doch. Wir wollten doch das auflösen. Jetzt kommt die Auflösung. Jetzt, genau, Leute, ganz genau. Wir haben doch das Gewinnspielchen da gemacht. Ja, der Leistung. Zwei Stück eigentlich. Zwei Stück.
So, eigentlich, ja, eigentlich hat einer die Leistung richtig erraten. Na, eigentlich nicht erraten. Ne? Er hat sie. Er war so schlau, aber ich, also mir ist es selbst beim Schneiden nicht aufgefallen. Selbst beim Schneiden ist es mir nicht aufgefallen, weil es zu schnell ging. So, jetzt haltet euch fest. Wir wissen jetzt, wer es war. Ne? Du hast ja alles heute rausgeguckt. Du hast alle Kommentare durchgelesen. Ja, wir werden dann gleich erwähnen. Auch genau, zeigen. Genau, das können wir gleich machen. Und dieser junge Mann hat tatsächlich gesehen, wie ich hier am Bildschirm vorbeilaufe und hat diese Leistung da erkannt, ne? Auf dem Monitor. Ja. Aber es könnte ja auch jetzt eine Falle sein. Wie, es könnte eine Falle sein? Ja, er hat ja in den Kommentaren drunter geschrieben, vielleicht ist es ja eine Falle, dass wir die Leute damit, sage ich mal, auf die falsche Seite. Nein, also guck mal, es ist keinem aufgefallen. Selbst mir ist es beim Schneiden nicht aufgefallen, weil ich so schnell an dem Fernseher vorbeigelaufen bin. Ja. Weißt du, ich habe extra geguckt, ob man es vielleicht hier in der Scheibe sieht, weil oft siehst du hier in der Scheibe. Dachte ich eigentlich auch erst, ja. Habe ich extra beim Schneiden aufgepasst, dass man das nicht sieht. Aber das ist mir nicht aufgefallen. Und dieser junge Mann muss so heftig nachgeforscht haben, dass der wirklich sich da irgendwo im PC mal auf Pause gedrückt hat und hat diese Leistung gesehen von dem Auto. Und ich hätte gesagt, wir fügen dieses Video jetzt kurz mit ein, oder? Ja. Weil du hast ja rüber geschwenkt und wir haben dann einen Cut reingemacht. Genau. Das fügen wir jetzt mal kurz mit rein. So, jetzt schwenk mal rüber. So, habt ihr gesehen, also das passt. Ne? Und wie macht man denn das jetzt? Muss er sich bei uns melden? Du erwähnst den jetzt, oder? Wer das ist? Ich hole jetzt gleich mein Handy. Ja. Zeig das Kommentar in die Kamera auch. Ja. Und dann soll er uns bitte sich bei uns melden. Also dann kommen wir da gleich dazu und der kriegt halt natürlich von uns ein T-Shirt oder sonst was oder ein Pullover oder keine Ahnung. Ich dachte, der kriegt den Renner 3 von dir. Nein, gibt's nicht. Und dann kommen wir zu dem zweiten. Wir haben ja so ein zweites Gewinnspiel gemacht. Das war wieder Fehlersuche. Das war lustig. Und da muss ich sagen, es hat eigentlich keiner richtig erkannt. Nicht mal also eigentlich. Keiner hat genau das geschrieben oder gesagt, was da war. Und das wollten wir ja aber. Genau, und das wollten wir. Also was machen wir in diesem Fall? Einer war ziemlich nah dran. Ja, aber du wolltest ja, hast du im Video gesagt, genau. Genau. Und genau ist halt genau. Ja. Und soll man jetzt sagen, was es genau war? Du kannst doch einfach zeigen, was es war. Es war der Stecker auf der Drosselklappe nicht drauf, auf dem Podi. Der war einfach nicht drauf. Ich weiß nicht warum. Alle haben über Podi geschrieben. Defekter Podi. Ja. Aber keiner hat geschrieben, dass der Stecker unten ist. Dass der Stecker einfach vielleicht nicht drauf ist oder irgendwas. Ja. Genau, also hat es keiner richtig erkannt. Ja. Ich glaube, solche Spielchen müssen wir öfters machen. Das macht mir Spaß auf jeden Fall. Ich war schnell fertig, muss sagen, bin da vorne hin. Denk mir, hä, warum? Kann ja irgendwas nur am Podi sein. Ne? Guckst du mal, weiß nicht, vielleicht irgendwo ein Kabel raus oder was. Und tatsächlich war der Stecker nicht drauf. Irgendjemand muss da was geguckt haben und hat den Stecker da nicht drauf. Und nein, wir waren das nicht. Und wir waren das nicht, nein, das war schon. Das kam schon so daher. Ja. Ich denke, dass der Besitzer irgendwas schon geguckt hat. Und hat den Stecker da nicht drauf gemacht oder was, ne? Pech gehabt. Nächstes Mal. Aber ja, ich fand's echt lustig. Also. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Soll mal wieder so Gewinnspielchen machen? Ich finde es klasse. Ja, also, mir macht das echt geil. Spaß. Ja. Ja, Telefon klingelt. So, wir gehen jetzt gleich mal rein und wir filmen das mal schnell eben ab, wer das hier gewonnen hat jetzt, ne? Hier, dieses Spielchen. Also, bis gleich. Wir sind jetzt im Büro. Justin ist da. Also ich bin alles dreimal durchgegangen. Alle Kommentare? Ja, weil irgendwie, wenn du so viele Kommentare liest, dann fängst du eben an. So. Bist du blöde, gell? Ja, schon ein bisschen. Aber ich habe es genauestens kontrolliert. Der Herr, der Mr. Cornholius. Kann man das zeigen? Klar kann man das zeigen, warum nicht? Hier. Das passt aber ganz falsch, ne? Der Herr hier hat gewonnen. Der soll sich jetzt bei uns per E-Mail melden, oder? Genau. Wie nochmal? Erwähnt es nochmal. Mr. Cornholius. Ich denke, ich lese die ganze Zeit Mr. Pornholius. Mr. Cornholius? Ja. Also, bitte melde dich bei uns per E-Mail, oder? Genau. Auf info@turbo-gockel.de. Der hat auch, glaube ich, ein V6 Turbo als Hintergrund. Bei sich, bei YouTube, oder was? Ja, kann man hier auch sehen. Hier. Mhm. Ja. Okay, gut. Meldest dich grad, gell? Meldest dich mal, ne? So, Leute, weiter geht's hier. Heute gibt's eigentlich nicht mehr Technik auf die Ohren, ne? Eigentlich wollte ich mit dem 16V fahren, aber... Heute ist Montag. Bin immer noch ein bisschen fertig vom Wochenende. Quatschen aber auch gar nicht mehr so viel über unser Wochenende. Das interessiert die Leute draußen wieder nicht. Harry ist am Corrado dran. Corrado steht schon eine Weile bei uns.
Ganz entspannter Kunde, wirklich mega. Rolf oder Ralf? Ralf. Ralf. Ich wechsle das. Ralf reicht. Ralf. Hast du einen Kinofilm? Heute telefoniert. Ralf schickt uns immer wieder, da hat er gesagt, weil der Corrado ist echt schon eine Weile fertig. Nur hat der Ralf gesagt, pass auf, könnt ihr mir da noch einen Käfig einbauen und noch zwei Sportsitze, ne, mit Konsolen und so Zeug. Und soweit TÜV fertig machen. Also von uns ist der Umbau alles erledigt, alles gut, motortechnisch ist alles top. Die Karre gehört neu lackiert, aber das machen wir nicht. Ne? Wir sind ja keine Lackierer und unser Lackierer hat da irgendwie keine Zeit oder sonst was. Auf jeden Fall sollen wir das Auto jetzt soweit fertig machen, dass der TÜV bekommt. Wir fahren das Ding beim TÜV vor, dass es eingetragen wird, dass es das Ding zulassen kann. Und wir machen den jetzt noch den Käfig da rein. Also habe ich, weil sonst... Immer habe ich das Auto weggeschoben. Immer habe ich es auf Seite geschoben. Und habe gesagt, komm, lass was anderes machen, was wichtiger ist. Aber jetzt steht die Karre da rum und ist eigentlich fast fertig. Ist ja Blödsinn, wenn wir hier noch lieber schnell fertig machen, weg. Dann haben wir aus dem Auge, aus dem Sinn. Also, Harry ist jetzt dran. Ich war heute schon am Schweißen übrigens, weil der Harry kann noch nicht schweißen, bin ich ehrlich. Er will es noch lernen. Und sind wir gerade am Käfig anpassen. Und zwar schweißen wir die Aufnahmen hier. Für den Käfig jetzt, der Harry müsste jetzt den Käfig 3-4 Mal raus, rein. Und dann haben wir festgestellt, Schiebedach geht nicht. Haben wir den Ralf angerufen. Sag, Alter, was ist mit dem Schiebedach? Weil wenn das Schiebedach weg ist, wenn später drin ist und der Käfig drin ist, kriegst du nicht mehr raus. Da sagt er, ich brauch's eigentlich nicht, aber jetzt habt ihr es draußen, guckt, das funktioniert. So, da ist so eine Nase, das ist so, eigentlich sind das, glaube ich, dieselben, da liegt sie doch, wie beim Golf 3, die Schiebedächer. Und da ist so ein Zapfen, so ein Mitnehmer, und der ist da abgerissen. Ja, das ist so Krankheit bei den Dinger. Also bestellen wir so ein Ding und bauen das da rein, machen das Schiebedach da wieder rein. Und dann kann man den Käfig auf jeden Fall vollster festmachen. Dann die zwei Sitze rein, Teppich wieder schön rein und ab damit zum TÜV. Bisschen geputzt, natürlich sieht es ein bisschen aus wie eine Ratte, das Ding, aber er will es lackieren lassen. Ja, er wollte, dass wir den damals schwarz-matt komplett einfach lackieren. Ich sagte, das mache ich nicht. Ich muss zum Lackierer. Und der Lackierer hat aber irgendwie keinen Bock drauf auf schwarz-matt. Scheinbar ist schwarz-matt gar nicht so einfach zu lackieren. Ich bin kein Lackierer. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also mir, bin ganz ehrlich, mir gefällt es jetzt nicht so. Weil er will dann so ein bisschen als so ein Rennsemmel so benutzen. Ich finde es irgendwo schade, weil es ist ein Corrado. Ne? Irgendwo ist es schade, aber egal. Es ist sein Ding, es ist sein Auto. Ja, und dann ist das Ding die Woche auf jeden Fall fertig. Dann kann es hier weg und dann gehen wir an die alten Baustelle. Da kommt auf jeden Fall ein Zweiergolf. Ein schöner zum Umbauen und auch noch vieles mehr. Da berichten wir dann, da haben wir auf jeden Fall wieder Videos raus. Aber alles, Leute, alles, weil ich oft von den Kunden höre, was mit meinem Auto und so und jenes, wir können nicht jedes Auto immer abfilmen, das funktioniert nicht. Wir laufen hier am Tag, ne, von Auto zu Auto, machen an jedem irgendwo ein bisschen, wir filmen das gar nicht. Wir können nicht jeden Schritt filmen, das funktioniert nicht. Bitte versteht das. Auf jeden Fall, ich wollte euch mal das Auto zeigen, haben wir jetzt auch gekriegt, muss ich abstimmen. Was sagt ihr zu dem Auto? Also ich finde es geil. Einser also sowieso. Auf der Kamera sieht es aus wie ein weißes Auto, aber es ist nicht direkt weiß. Der ist nicht weiß, nein. Der geht schon, der ist so ein bisschen Creme, ne? Ja, la Creme. La Creme. Creme. Also ich finde den richtig geil. Geil, geil. Und was ich halt mega finde, auch diese die Chromleisten und so, das passt alles, ne? BWS-Felgen sowieso. Der Knaller. Und weiß nicht, ob wir es von der Seite oder gehen wir lieber von der anderen Seite. Alter, ich kann heute irgendwie nicht richtig filmen, gell? Warum? Ich kann nicht stillhalten. Nee, ich kann nicht stillhalten. Und wir haben, das wollt ihr bestimmt wissen, also wir machen noch ein Video drüber, weil ich werde damit fahren und auf den Prüfstand stellen und alles. Wir haben einen G60 Turbo. Ja. So. Ja. Und der läuft nicht mehr richtig. Der lief jahrelang richtig. Oder gut, sagt er. Und jetzt spielt irgendwas. Ja, und er hält da gerne eine Emo. Also klatschen wir da eine Emo rein. Und dann stimme ich das Ding schnell ab. Laufen tut er. Ja. Aber fett, verdammt fett. Schau mal. Der überfettet richtig. Ja, der kriegt das in der Emo, das ist bei dem kein Hexenwerk, das geht ratzfatz. Und dann abstimmen, die Tür geht auch nicht.
Das und dann schön programmieren und dann geht's ab. Ausstattung finde ich geil. Also ist richtig oldschool. Was sagst du zur Ausstattung? Ich finde die mega. Auch die Türpappen kannst du nehmen auch. Die Türpappen? Gefallen mir richtig. Das passt einfach, ne? Wobei hier ist irgendwie nicht so. Da fehlen die Clipse, hä? Ne, da ist ein Clip. Da muss sich der junge Mann noch ein bisschen Mühe geben hier. Ja, die halten nicht mehr. Und da ist auch nochmal. Ah, da fehlt der Clip komplett. Da ist nämlich auch einer. Ich finde das Lenkrad richtig geil. Auch, ja. Aber das, ist das Original? Nein. Okay. Nein, nee, nee. Sowas gab es nicht original. Echt schönes Auto, wirklich. Geil. Freue mich schon auf das Auto. Ja, ich werde zwischenrein immer abstimmen. Muss ja irgendwo Geld verdienen. Kann nicht nur dauerhaft hier an alten Baustellen und Zeug schrauben. Dafür ist der Harry mehr oder weniger zuständig, aber ich helfe, wo es geht. Ich werde für den Harry jetzt für die nächsten Autos Getriebe vorbereiten, Motorblöcke vorbereiten, das muss ich jetzt alles machen. Und zwischenrein immer wieder muss ich leider Gottes solche Arbeiten auch noch machen. Ne? Ist halt so. Leider nicht aus. Und dieses Ding, Justin, das guckst du mal, ob du das vielleicht bestellen kannst. Diesen Mitnehmer. Nimmt er mich mit? Der nimmt dich mit. Okay. Mhm. Gut. Also, für heute so ein Alltag bisschen, ne? Ja. Mehr haben wir nicht zu berichten. Ne? Ist ja auch erst heute Montag. Ja. Also, in den nächsten Videos wieder einschalten. Da gibt's wieder hier auf die Fresse, da gibt's hier auf die Fresse. Da wird der Corrado fertig sein. Im Audi geht's bald weiter. Dann zweier Gölfe kommen ein paar rein. Und ach, wir haben so viel zu tun. Also, dann war's das für heute. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal lassen wir uns auf jeden Fall wieder was einfallen. Vielleicht wegen dem Gewinnspiel. Ja, ich überlege mir was. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich fand's geil. Vor allem die Kommentare, weißt du? Du liest dann, was die Leute so, ob die wirklich erraten. Diese Spannung, wenn du das liest, ja, ey, ja. Wer hat das als erstes recht? Und die Witze waren geil. Also Witze fand ich mega. Mega. Könnt ihr trotzdem noch liebend gern wieder irgendwo Witze raushauen, da in den nächsten Kommentaren. Da habe ich immer Bock drauf. Da lese ich wirklich gerne die Kommentare, ohne Scheiß. Es war auch kein schlechtes Kommentar seit ein paar Videos, ne? Einer oder so. Ich habe eine Idee. Was? Die Leute könnten dann die Kommentare mal reinschreiben. Die schlimmsten, sag ich mal, Dinger, die ihnen in der Werkstatt passiert sind. Die richtig peinlich sind. Die richtig peinlich sind. Oh ja, das könntet ihr vielleicht machen, das wäre interessant. Was euch vielleicht in der Werkstatt irgendwie passiert ist, wie mir zum Beispiel damals. Nee, im Kümmel ist das passiert. Mir aber auch damals als Lehrling. Da gibt es ja diese Ölfässer, wo du das Öl ablässt. Kennst du diese Dinger? Ja. Mit so einem Schnorchel da oben? Ja. Und wenn du es ausleeren willst, musst du ja Luft drauf geben. Musst aber vorher oben den Hahn zumachen. So, und wenn du den oben nicht zumachst und ballerst da auf einmal 8 Bar da rein in den Behälter, dann schießt das ganze Öl oben gegen die Decke. Das ist mir passiert. Im Kümmel auch einmal. Der sah aus. Alter Schwede. Oder wie im Arnold zum Beispiel, damals das Auto fast von der Bühne geflogen ist. Auch, ja, solche Sachen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was euch so passiert ist. Ja, wissen wir auch gerne, ne? Ja. Ja. Natürlich nichts, wo man. Wäre noch geiler, wenn man ein Video über sowas hätte, ne? Das wäre ja noch geiler. Ja, klar, aber halt, wo nichts Schlimmes passiert ist. Ja, ja, ja. So, jetzt hör mal zu quatschen, diese Gequatsche. Könnt ihr sowieso oft nicht hören. Es gibt ja immer nach vorne. Ne? Deswegen hören wir jetzt auf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.